Diese Investmentbetrüger ärgern normalerweise alte Omis, indem sie all ihr Geld klauen. Deshalb habe ich mir gedacht, beschäftige ich sie mal ein bisschen. Die bekommen die Profite von den Brokern. Das ist echt einer der untersten Betrugsversuche. Du hast ja nicht mal gemerkt, dass ich dich verarsche. Das hab ich von Anfang gedacht. Sein Ego ist so gekränkt, dass er mich direkt angreift, aber nicht merkt, dass er mir damit genau in die Karten spielt. Wie viel haben Sie schon mal da verloren, dass Sie es aus schlau machen? Ich würde nie auf so dumme Leute wie dich reinfallen. Wären Sie so schlau? So dumme Leute wie Sie fallen jeden Tag bei mir ein. Mein IQ ist null. Aber Leute wie euch f*** ich ja täglich an. Täglich, Alter, täglich. Kannst du es ja kaum glauben. Aber wer so austeilt, sollte auch einstecken können. Und damit hat der liebe Betrüger so seine Probleme, als ich ihn damit konfrontiere. Du kriegst ja nicht mal was Geld von den Opfern. Das kriegen ja alles deine Chefs. Du bist irgendein Arbeitssklave, der ein bisschen rumtelefoniert und dafür einen Hungerlohn bekommt. Ich bekomme genug. Und ich gehe davon aus, ich bekomme mehr als du. Deine Chefs nehmen dir alles weg. Du bist, Ich du bekomme sitzt mehr als in du, was du irgendeinem vom Krieg trüben kriegst. Büro, hast ein schlechtes Gewissen, zockst Leute Ich bekomme ab. mehr als du. Und ich löse auch auf, dass die Aufnahme von seinem Ausraster jetzt andere Leute vorwarnt, nicht darauf reinzufallen und dadurch sein Betrügerleben schwerer macht. Bist du jetzt zufrieden? Ich bin sehr Bist du jetzt zufrieden. zufrieden? Ey, du hast dich mega Sehr gut. aufgeregt. Hast du dein Tagesvideo gemacht, damit du das posten kannst? Je mehr du dich gerade aufregst, je mehr schadest du dir. Viel Spaß mit dem Anruf. Animation von Raptek. Ich melde mich wegen Ihrem Interesse, was Sie beim Online-Trading gezeigt haben. Ja. Genau. Was war der Grund für die Anmeldung dort, bitte? Ich habe im Internet Werbung von Bitcoin Geld verdient gesehen mit AI. Alles klar. Aber ein Konto haben Sie noch nicht aktiviert, ne? Ich habe ein Bankkonto, doch bei der Commerzbank. Ich meine, beim Online-Trading, Sie müssen ein Konto aktivieren, ne? Ich würde Ihnen also erstmal ein paar Informationen teilen, wie das alles abläuft, weil... Der erste Betrüger, der anruft, wie dieser, ist meist noch eher unerfahren und soll nur die potenziellen Opfer aussortieren. Sein Ziel ist, 250 € Einzahlung irgendwie zu bekommen und dann das Opfer an einen zweiten, deutlich erfahreneren Betrüger weiterzuleiten. Wir handeln nicht nur um Bitcoin, wir handeln, sondern ja auch in andere Bereiche, da wo Sie Profite erreichen können. Welche anderen Bereiche? Ich meine beim Rohstoffe, Forex, Aktienkurse und Indizes. Wissen Sie ja. Nee, wusste ich nicht. Ich. Wir haben im Haus einen Broker. Sobald Sie Ihren Konto aktiv machen, ich kann es Ihnen, wenn Sie das möchten, einen Termin mit dem Broker vereinbaren und dann er kann Ihnen einmal alles nochmal erklären. Verstehen Sie? Okay, aber also ist das jetzt nicht mit AI künstlicher Intelligenz? Nee, das ist ja so. Also ich melde mich von der Firma Universal Trade. Das ist ja Ja. unsere Plattform. Genau. Ja. Bei unserer Plattform zum Anfangen, zum Traden, der Mindestbeitrag ist 249 Euro. So wenig? Da ist der Mindestbeitrag zum Starten. Natürlich, Sie können noch mehr einzahlen. Es gibt eine Möglichkeit von 249. Es gibt eine Also. Möglichkeit von 499 oder 999 zum Beginnen. Aber ich würde Ihnen ja auch mal sagen, dass Sie mit 249 erstmal anfangen, um die erste Woche zu gucken, wie das alles funktioniert, ob Sie auch noch zufrieden mit Ihren Profiten sind, verstehen Sie? Okay. Das Gemeine ist, wenn man einzahlt und dann eine Woche wartet, sieht es auf der Website aus, als hätte sich das Geld vervielfacht. Die Webseite wird natürlich von den Betrügern kontrolliert und die können da jede beliebige Summe hinschreiben. So soll das Opfer dazu gebracht werden, noch mehr zu investieren. Aber Sie können natürlich mit mehr anfangen, wenn Sie das möchten. Okay, Herr Olis. Was ist das Höchste, das man einzahlen darf? Bei mir, was das Höchste, was Sie einzahlen können, ist 999. Ach so, ja, dann möchte ich lieber mit Ihrem Wenn Sie... Broker reden, weil das ist viel zu wenig. Genau, alles gut, das kann ich ja verstehen. Aber als erstes, bevor Sie zum Broker gehen, Sie müssen einmal Ihren Konto aktiv machen. Also, Genau, und der Mindestbeitrag, wie ich Ihnen sagte, ist 249. um mit dem Broker zu reden, damit ich den richtigen hohen Betrag investieren kann, Genau. muss ich erstmal Ihnen 250 € zahlen. Genau. Ja, dann können Sie dem Broker sagen, ich bin bereit, einen fünfstelligen Betrag zu investieren. Dann wird er auch mit mir reden, ohne 250 € zu zahlen. Okay, wenn Sie das so bereit sind, ich kann es Ihnen noch eine Möglichkeit geben, dass Sie auch also bei mir einen fünfstelligen Betrag einzahlen können. Okay, dann. Aber es gibt ja auch eine Möglichkeit, natürlich, okay. Also ich möchte Ihnen dann bitten, Ja, ja. wenn ich einen fünfstelligen Betrag einzahle, dann muss ich, also ich suche wirklich spezifisch nach AI und wenn, ich muss wissen, ob Ihre Firma AI hat und welche AI das ist und wie gut die ist, weil sonst kann ich ja nicht einfach so einen fünfstelligen Betrag einzahlen. Das müssen Sie ja auch verstehen. Genau. Ich Okay.
eins möchte ich Ihnen noch sagen, also die Profite, was wir Ihnen garantieren können, ist von 13 bis 25%, und das ist ja täglich. Pro Tag oder pro Monat? Genau, da können Sie natürlich, es kommt immer drauf an, was Sie da anzahlen, ne? Meine Strategie war, ihm wirtschaftliche Fragen zu stellen, die er hoffentlich nicht beantworten kann, und dann seine Kompetenz anzugreifen und zu drohen, den Anruf abzubrechen, um hoffentlich an ihm vorbei an den Vorgesetzten zu kommen, ohne die 250 zu zahlen. Also wenn ich jetzt 1.000 Euro einzahlen würde, nach einem Monat, wie viel habe ich dann? Sie würden von dieser 1.000 13 bis 25% am Tag bekommen, von diesem Geld. Also 130 bis 240 genau. Euro. Genau. Okay, das ist ja sehr gut. Also normal so Aktien kriegt man ja nur so 7%, aber das ist für ein ganzes Jahr. 12 bis 13% pro Monat, das ist quasi mehr als das Zehnfache. Das wäre extrem viel pro Jahr. Okay, jetzt habe ich es gecheckt. Okay, alles klar. Okay. Jetzt, also Sie sind wirklich anscheinend nicht so wirtschaftlich, Sie sind, es tut mir leid, aber Ihre Firma, Sie sind wirtschaftlich nicht sehr qualifiziert, also keine Ahnung, also ich würde gerne einen Termin mit Ihrem Broker ausmachen, das können Sie ja so weitergeben, oder kann Sie können mir auch machen, eine E-Mail schreiben und Sie haben ja, glaube ich, alle Informationen, weil es macht für mich keinen Sinn, mit Ihnen zu reden. Okay, alles gut, Herr Oliver, wenn das keinen Sinn macht, haben Sie kleine Augenblicke durch, ich rede mal kurz mit meinem Vorgesetzter. Und dann kann ich Ihnen direkt mit dem Broker verbinden. Ja, haben Sie keinen Augenblick Geduld? Ja, ja. Oliver? Ja, hallo. Hören Sie, ich habe jetzt mit meinem Vorgesetzter gesprochen, also nicht dem Broker. Und er meinte ja eben, wie ich Ihnen das vorhin gesagt habe, bevor Sie zum Broker angehen, ne, Sie müssen als erstes die Konto aktivieren und zumindest die 250 depositieren, ne, damit Ihr Konto aktiv ist. Die fünfstellige Nummer, was Sie da sagen, ne? Das können Sie ja natürlich bei der Broker machen. Aber ob Sie dabei sind oder nicht, Sie müssen auf jeden Fall die Konto bei mir aktivieren. Ich habe den Vorgesetzten ja nochmal nachgefragt und er hat ja das eben gesagt. Verstehen Sie? Okay, dann sagen Sie dem Vorgesetzten... Oliver. Interessant zu beobachten, wie panisch er wird, als ich gleich mit meiner Stimmlage deutlich mache, dass der Anruf für mich gegessen ist und ich eigentlich nur auflegen will. Ich will ihn natürlich in Wirklichkeit weiter beim Anruf ranhalten, aber das weiß er ja nicht. Sagen Sie dem Vorgesetzten, er kann mir per E-Mail schreiben, wenn er Interesse an einem Termin für den fünfstelligen Betrag Investment hat. Ich kann auch gerne Screenshots und Beweise Oliver. Schicken, dass ich dieses Guthaben besitze. Oliver, nein, Sie haben mich niemand noch nicht verstanden, Oliver. Es war sehr nett, mit Ihnen zu reden. Alles gut. Nee, gerne du, aber Sie haben mich noch... Sie sind dann noch ein Anfänger und das ist auch okay und es hat mich gefreut, mit Ihnen zu reden. Nein, Sie haben mich noch nicht verstanden, Oliver. Und es war ein schöner Abend Sie und müssen... ich bin jetzt auch müde und also ich würde ja, dann... Sie haben die fünfstellige Betrag, Sie haben das Geld nicht. Aber Sie Soll müssen ich... ja, Sie reden ja hier ab und zu um. Ich habe das Geld in Bitcoin. Ich kann Ihnen das auch zeigen. Ich kann einen Screenshot von meinem Handy schicken. Sie können sich mit AnyDesk auf mein Handy verbinden, wie Sie wollen. Ich zeige Ihnen das. Das ist ja auch toll, dass Sie das haben. Aber ich brauche ja nicht sehen. Ich brauche ja... Nein, ich brauche das nicht. Ich brauche es ja auch nicht verbinden. Sie haben mir gerade vorgeworfen, ich hätte keinen fünfstelligen Betrag. Aber wie ich gesagt habe, Sie können nicht mit dem Broker so reden, ohne die Konto bei mir zu aktivieren. Ich brauche von Ihnen den fünfstelligen Betrag nicht. Ich brauche nur die 250. Ja, das kann man ja auch normal sagen. Das ist das, was ich von Ihnen brauche. Sie sind gerade ziemlich laut und aufbrausend geworden. Das habe ich Ihnen versucht zu sagen. Warum sind Sie jetzt laut? Auf mein schlechtes Deutsch habe ich das versucht zu sagen. Okay. Genau. Jetzt haben Sie mich verstanden, ne? Jetzt habe ich Sie verstanden. Haben Sie mich verstanden? Ich habe es Ihnen ja auch verstanden. Also ich meine, Sie können keinen Termin mit dem Broker bekommen, sobald Sie das Konto nicht aktivieren bei mir. Egal, ob Sie einen fünfstelligen Betrag haben. Okay. Verstehen Sie, Oliver? Das verstehe ich. Ich denke, bereit, dass die Antwort daran beruht, dass der Vorgesetzte denkt, ich hätte die 15.000 nicht, weil ich bin ja auch sehr jung. Das Angebot von mir, also entweder kann er mir einen Termin schreiben oder ich kann ihm beweisen, dass die Bitcoins sind alle da, von vorne bis hinten. Ich kann es Ihnen den Termin schreiben, Oliver. Das ist ja mein Job. Ich bin ja ein Account-Manager. Ich helfe Ihnen, um Ihren Konto aktiv zu machen. Okay, Sie können mir nicht mal die Frage beantworten, ob Sie eine künstliche Intelligenz benutzen oder nicht. Ich habe es Ihnen ja gesagt, klar und welche Sie benutzen? Knapp. Mit 250 Euro, Sie aktivieren Ihren Konto und den Rest von Informationen und
für Ihren großen Investitionen. Merken Sie nicht, wie komisch das ist? Ich sehe eine Werbung, wo was von künstlicher Intelligenz Trading drin steht. Und Sie können mir nicht mal sagen, ob es bei Ihnen künstliche Intelligenz Trading gibt, bevor ich nicht 250 Euro eingezahlt habe. Ist das wirklich so? Der Intelligent ist der Broker. Ich bin ja ein Scheißdreck. Oh Mann. Der Intelligent ist der Broker. Sie bekommen die Profite von dem Broker, nicht von mir. Das ist echt einer der untersten Betrugsversuche, die ich gemerkt habe. So, die anderen Betrüger sind wenigstens schlau, aber ihr seid so langweilige und dumme Betrüger. Da fällt doch kaum einer drauf rein, oder? Ich meine, du hast ja nicht mal gemerkt, dass ich dich verarsche. Das hab ich von Anfang gedacht. Ja, und ich habe jetzt richtig viel daran verdient, an dem schönen YouTube-Video. Aber ich versuche das. Wie viel haben Sie denn da verloren? Wie viel haben Sie schon mal da verloren, dass Sie es aus schlau machen? Nix. Ich würde nie auf so dumme Leute wie dich reinfallen. Wer ist so schlau? Wer? So dumme Leute wie Sie fallen jeden Tag bei mir ein. Ja und? Genau, so dumme Leute. Ich habe über 50 Millionen Aufrufe gegen Betrüger gemacht. Das ist ja wunderbar. Kannst du ja noch 100 Millionen da drauf tun? 50 Millionen Leute, dass die nicht auf ihren dummen Betrug reinfallen. Das kannst du ja noch 100 Millionen drauf drücken. Ja, dann... Bist du jetzt zufrieden? Ich bin sehr zufrieden. Bist du jetzt zufrieden? Ey, du hast dich mega aufgeregt. Hast du dein Tagesvideo gemacht, damit du das posten kannst? Guck mal, der Wert steigt. Je mehr du dich gerade aufregst, je mehr schadest du dir. Alles gut. Weil du dich nicht beherrschen kannst, du schadest gerade deiner gesamten Branche und deinem Chef, weil du dich nicht beherrschen kannst. Alles gut. Ich habe gar kein Problem damit. Ist dir egal. Alles gut. Ist mir scheißegal. Und guck mal, du bist der Dumme, weil... Ist mir scheißegal. Mir geht das so mal am Marsch vorbei, Alter. Du kriegst nichts von dem Geld. Du kriegst ja nicht mal was Geld von den Opfern. Das kriegen ja alles deine Chef. Du bist irgendein Arbeitssklave, der ein bisschen rumtelefoniert und dafür einen Hungerlohn bekommt. Ich bekomme genug. Und ich gehe davon aus, ich bekomme mehr als du. Deine Chefs nehmen dir alles weg. Du sitzt in irgendeinem trüben Büro, hast ein schlechtes Gewissen, zockst Leute ab, hast ein armes Leben. Ich bekomme mehr als von deinem Klick, was du da dort bekommst. Ja. Deine Chefs nehmen dir alles Geld weg und du bist einfach die niederste Kriminelle, der sich jetzt mega für mich aufregt. Genau, ja. Das mag ich ja gerne. Leute wie sie. Ja, alles gut. Bist du hier zufrieden? Ich bin sehr mir zufrieden. Mir stört das gar nicht. Weil das passiert sehr oft. Das höre ich täglich an. Ist mir scheißegal, Alter. Was ist dir scheißegal? Was ist dir scheißegal? Mehr als das. Was? Dass du wie schlau hältst, ne? Das höre ich täglich an. Ach so? Das höre ich... Alter, gehst du davon aus, dass du bist derjenige, der sowas mir vormacht? Ja. Aber ist mir scheißegal. Ja? Gehst mir jetzt am Arsch vorbei. Okay. Aber Herr Oliver, ich wünsche Ihnen noch ein... Es geht dir so sehr am Arsch vorbei, dass du hier rumschreist. Schönen Abend trotzdem. Und ich hoffe, du bekommst noch mehr Klicks davon. Ja, schöne krieg Grüße mindestens. Von mir, ja? Okay, willst du noch was für die Kommentare schreiben? Es ist immer gut, wenn Leute Kommentare schreiben. Ja, kannst du denen eine Challenge geben, was für eine Art von Kommentar die schreiben? Zum Beispiel, wie hoch sie deinen IQ einschätzen. Das wäre doch lustig, oder? Mein IQ ist 0. Aber Leute wie euch f*** ich ja täglich an. Ja, wen hast du mal... Täglich, Alter, täglich. Kannst du es ja kaum glauben. Kannst du es ja glauben, täglich. Es gibt arme alte Rentner, süße Omis, die wollten nur ihren Enkeln Geschenke kaufen und die zockt ihr ab. Täglich. Nein. Die nicht. Glaub mir. Die hast du alle auf dem Gewissen. Die nicht. Leute wie du. Und du kriegst nicht mal das Geld davon, das nehmen deine Chefs dir alles weg. Nein. Okay, natürlich der bekommt. Ich bekomme mehr als du. Wie viel bekommst du? Das kannst du mir ja glauben. Auf Wiederhören. Ciao. Ich liebe dich, ich liebe euch, viel Spaß, ja. Du sagst nicht mal eine Zahl, du weißt, dass es nicht stimmt, deshalb sagst du keine Zahl. Ich liebe dich, mein Lieber, ich liebe euch. Ich liebe die Kommentare, wie da bei dir kommentieren, ich liebe euch alle. Echt, sie lieben schöne dich bestimmt Grüße auch. Schöne Grüße von mir, schöne Grüße. Ja, schöne Grüße, wenn, übrigens, ihr benutzt ein Voice-over-IP-System, das habe ich auch, das heißt, ihr seid mit mir verbunden. Alles gut, schöne Grüße, Lieber. Wenn nächste Alles Woche gut. mal jemand bei euch vorbeikommt, IP-Tracking, ne, ihr müsst eure Location doch forwarden. Ernsthaft? Denkst du, dass wir so dumm sind, Alter? Ernsthaft? Du hast ja keinen Plan, mit wem zu tun hast, Alter. Du hast ja keinen Plan, Alter. Ja, mit wem hab ich's zu tun? Ja. Oh. Mein Lieber. Du meine Eier sind hier in Ruhe, sein. Alter. Mhm. Meine Eier chillen jetzt gerade, ich sag's dir ehrlich. Ja, die... Ich genieße ja auch nebenbei mein Bierchen hier. Heiß zum Wohl.
Ja, Oliver, jetzt Spaß bei der Seite, mein Lieber. Ich wünsche dir alles gut, alles gut. Aber hey, guck mal, wenigstens, ich habe dir wenigstens einen unterhaltsamen Anruf gebracht. Du musst immer nur langweilig denselben Scheiß sagen. Natürlich, natürlich. Du hast immer dasselbe Skript, ne? Natürlich, super, wunderbar. Bitte einzahlen Sie 250 gebe ich dich weiter an meinen Chef. Ich weiß. Jetzt, das war doch mal wenigstens ein interessanter Anruf. Beim Gott, ich hab das zu schätzen, ich hab das zu schätzen. Vielen Dank. Bitte, ruf gern nochmal an. Wenn er langweilig ist, kannst du gerne nochmal an. Ja, auf jeden Fall, natürlich, natürlich. Okay. Ja, nächste Woche Freitag, wie sieht das aus? Gerne. Ich rufe Ihnen nächste Woche. Gut, super, okay, wir hören uns nochmal. Ich bin ja? jeden Tag da, ich bin. Alles klar, wunderbar. Okay, dann bis dann, ne? Ich melde mich auf jeden Fall bei dir. Okay. Es hat mir sehr Spaß gemacht. Jo, ciao. Falls er nochmal anruft, lade ich das auch hoch. Abonniert dafür den Kanal, Likes und Teilen hilft uns, mehr potenzielle Opfer vorzuwarnen. Und schaut auch bei Raptek vorbei.